So, hallo und herzlich willkommen. Heute wird es mein erstes Overwatch geben, also mein erstes eigenes. Ich habe ja schon mal eins mit Mike zusammen gemacht. Aber jetzt gibt es eben, wie gesagt, mein erstes eigenes. Als erstes Mal, ich bin jetzt Goldnova Meister, habe 154 Siege. Also ab dem 150. Sieg bekommt man den Overwatch freigeschaltet. Ich meinte, man muss mindestens einmal Goldnova Meister gewesen sein. Aber ich habe auch schon gehört, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der dann D-gerankt ist oder ob der mit Goldnova 1, ob das dann reicht. Im Endeffekt möchte ich auf eins hinaus. Ich finde, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber ich finde, dass die Anforderungen gerade eben in dem Bereich von Goldnova Meister für einen Overwatch teilweise zu niedrig ist. Also wenn ich jetzt so mein, ich sag mal, Skill-Level anschaue, also auf welchem Stand ich bin, und wenn ich mir dann Leute anschaue, die einfach, weiß ich nicht, 3, 4, 5 oder halt, weiß ich nicht, wie viel besser sind als ich oder eben einen höheren Rang haben, wie die spielen, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten. Deswegen ist für mich schwierig, denke ich mal, wenn da das da viele Sachen vielleicht falsch bewerten und dass andere Leute vielleicht fälschlicherweise ein Overwatch bekommen, also ein Bann. Würde ich mal gern wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde es jetzt einfach mal anfangen und mal gucken und ich hoffe, dass ich es bestmöglichst bewerten kann. Eventuell warte ich auch mit der Bewertung und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr dann eben anbieten würdet oder ansagen würdet, dass wir quasi den Overwatch dann zusammen machen. Ich kann das ja dann, glaube ich, ein oder ein paar Tage verschieben, die Bewertung. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben und dann machen wir den ersten Overwatch quasi zusammen und ich weiß dann ungefähr, was ich denke und was ihr denkt und dann kann man vielleicht ein ganz gutes Zwischending darunter finden und dann sind bestimmt unter euch auch noch ein paar Leute, die einfach mehr Skill haben und manche Situationen noch besser einschätzen können als ich, einfach in dem niedrigen Levelbereich. Okay, dann fangen wir einfach mal an. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt fangen wir einfach mal an. Mein erster eigener Overwatch. Ich bin schon gespannt, was kommt oder was es gibt. So, fang an. Dritte Runde. Beim Suspect. Geht auf B. Der war jetzt noch nicht so krass. Also was heißt, waren gute Headshots, aber ich glaube jetzt noch nicht so spektakulär irgendwie. Okay. Soweit würde ich jetzt mal behaupten, hat ein gutes Aim. Aber ob er jetzt irgendwie eine Aim-Hilfe hätte oder ein Wallhack, weiß ich nicht. Er geht jetzt mit der Gruppe mit. Die Flaschen drauf. Erwartet. Also er hat ein extrem gutes Aim, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie eine leichte Aim-Hilfe hat, aber sieht für mich persönlich jetzt nicht so sehr aus. Er ist schon immer auf dem Kopf drauf. Aber ich muss jetzt da sagen, also die Gegner sind jetzt auch schon ziemlich langsam, würde ich jetzt mal so behaupten. Ist jetzt ein bisschen schwierig für mich natürlich. Ich hoffe auch, dass ich es jetzt irgendwie einigermaßen gut hier alles bewerte, weil ich schon ein bisschen aufgeregt bin. Und wie gesagt, mir fehlt halt schon so ein bisschen das Know-how im Endeffekt. Wie gesagt, von einem höheren Rang. Spray da jetzt. Also ich kann bis jetzt weder Wallhack noch Aim-Hilfen bestätigen, also bis jetzt würde ich sagen, der hat ein gutes Aim, gutes solides Aim. Das ist auch zu erwarten, dass dort eben jemand steht, jetzt stirbt er. Ja, also ich würde es mal so weit behaupten, dass da nichts schlimm, kein Cheat oder irgendwas dabei ist. Guck jetzt einfach mal weiter an. Thank you.
geht jetzt auf B, Leute sind auf A, geht Mitte hoch. Und jetzt Low Cutters ab. Also ich kann jetzt beim besten Willen bisher zumindest noch nichts entdecken. Entweder versteckt das gut oder... Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es interessiert mich brennend. Würde mich eigentlich wirklich interessieren. Aber ich, so wie ich es jetzt sehe, da wirft er was nach Short, da ist er nicht. Also Wallhack würde ich jetzt mal behaupten, hat er nicht. Außer er sagt jetzt, okay, man muss den Kill jetzt nicht holen. Er riskiert da nichts und sagt, okay, ja, ich will da jetzt nichts Auffälliges machen und geht da zumindest nicht speziell sofort auf ihn los. Ja. Warten wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht passiert da noch irgendwas Spannendes. Er geht jetzt Suicide runter. Wird da von der Autosniper gedeckt. Da ist einer. Auch legit, würde ich behaupten. Ist gesprungen, hat ihn gesehen, hat ihn runtergezogen, abgeschossen. War jetzt nicht so krass spektakulär. Ein Team kommt nach auf B, gesmoked. Mitte kommt einer, das ist zu erwarten, also ja. Also ich würde schon fast behaupten, dass ich da jetzt gar nicht weiter gucken muss. Ich weiß nicht, warum der reported worden ist, wahrscheinlich wegen den paar krassen Headshots am Anfang. Die waren jetzt schon auf jeden Fall gut. Die waren auch solide, wie gesagt. Aber die waren jetzt nicht so krass, dass ich sage, okay, der hat hier irgendwie einen Aimbot an oder einen Wallhack. Jetzt gucken wir vielleicht noch das mit AWP, was er da macht. Das ist jetzt auch okay. Trifft jetzt nicht. Also das auch legit, würde ich behaupten. Und da stirbt er. Also Wallhack hat er definitiv nicht an. Ich würde es jetzt auch hier abbrechen. Aim-Hilfe kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Gegner sind jetzt teilweise nicht so krass. Die standen auch am Anfang einfach im Prinzip da. Er konnte auf den Kopf ziehen, war gut drauf und alles. Hier auch wieder solides Aiming, also ich schließe das jetzt hier mit ab, den Einfall. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich warte jetzt nochmal, solange ich eben warten kann mit der Bewertung. Bin auf eure Kommentare gespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen zweiten Fall hinterherhänge, weil es ja jetzt doch recht kurz war. Und ansonsten schreibt natürlich in die Kommentare, ob ihr das weiter sehen wollt oder was auch immer. Ich warte jetzt wie gesagt mal, ich werde das Urteil vertagen. Und dann gebt natürlich einen Daumen hoch. Und ja, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.